So, 15.30 Uhr. Wir würden dann gerne anfangen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Weltmeisterinnen und Weltmeister, ich darf Sie recht herzlich hier begrüßen. Ich hoffe, Sie sind alle noch wach. Wir haben nämlich ein spannendes, interessantes Thema und es freut mich auch, dass so viele heute gekommen sind. Markus Berg und sein Team haben das Thema neue Netzwerkinfrastrukturen für Studio und Produktion aufbereitet für das Kolloquium und Sie werden uns heute das ganze Thema IP im Studio vorstellen. Zu den Techniken AVB, SMPTE 2022 sind ja auch so Trendthemen jetzt auf der NAB gewesen und werden es auch auf der IBC wieder sein und wollen mal beleuchten, was schon geht, was für Produkte schon am Markt sind, wie die eventuell zusammenspielen sollen oder schon tun, ein bisschen auf die Vor- und Nachteile eingehen und die ersten Untersuchungsergebnisse aus dem IAT vorstellen und es gibt auch eine praktische Demo. Beginnen wird Markus Berg, er leitet das Sachgebiet Netzwerktechnologien hier im IAT und daneben ist er auch Chairman des EBU Strategic Programs on Future Network on Storage Systems. Zweiter im Bunde ist dann Andreas Metz, er ist Projektleiter hier am IAT und verantwortet das Projekt Audio over IP. Dritter ist Franz Baumann. Er ist der Jüngste in dem Sachgebiet, kann man sagen, und beschäftigt sich dort auch mit den Netzwerktechnologien und heute nicht in der BÜT und am Podium, aber trotzdem mit vertreten auch bei der Erstellung der Präsentation die Sonja Langhans, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sachgebiet NT und daneben beschäftigt sich auch mit Technologien wie AVB, AES67, SMPTE 2022 und leitet auch bei der EBU die Arbeitsgruppe ACIP2. Habe ich alles richtig gesagt? Gut. Dann, Markus, bitte anfangen und für ihn bitte einen Applaus. Ja, vielen Dank. Ich fühle mich noch nicht so ganz als Weltmeister, meine Prämie ist noch nicht eingetroffen, deswegen warte ich mal noch ein bisschen ab. Ja, neue Netze für Studio und Produktion, ein Thema, das durch die Medien köchelt, bei den Rundfunkanstalten so, rumköchelt, bei den Herstellern sehr groß kocht. Ist ein sehr divergentes Thema und wir haben heute neben der sprachlichen Präsentationen, auch ein bisschen was Praktisches mitgebracht. Das Rauschen vorne, hören Sie schon, das ist nicht schallgedämmt. Das ist das Netzwerkequipment, das so rauscht, das Audio-Equipment ist ein bisschen leiser. Aber das kommt noch auf uns zu. Ja, über was erzählen wir heute? Erstmal die Motivation, warum machen wir im IAT überhaupt solche Untersuchungen? Welche Technologien gibt es denn so am Markt in der Zukunft, die in Frage kommen? Wir nehmen ein Beispiel eines Tests, den wir durchführen. Das heißt, wir müssen ja alle Sachen testen, die da auf uns zugeworfen werden und haben uns hier mal ein bisschen das Thema AVB zu eigen gemacht und am Schluss noch eine Live-Demo, um ein bisschen zu gucken, was geht denn überhaupt schon in diesen Netztechniken so auf uns zu. Ja, warum machen wir das Ganze überhaupt? Ah, das ist schön. Das nochmal. Das nennt man jetzt PowerPoint bei Microsoft Windows 8, glaube ich. Wie sieht denn so ein Studio aktuell bei uns aus? Wir haben in der Mitte eine schöne zentrale Kreuzschiene, an die viele, viele verschiedene Gerätschaften mit Audio- und Videokabeln angeschlossen sind. Sind wir seit gefühlten 100 Jahren gewöhnt, funktioniert, ist redundant aufzubauen, einfach, bietet Live-Möglichkeiten und macht doch den aktuellen Kollegen noch recht viel Spaß. Problem, bei vielen, vielen Verbindungen sieht die Verkabelung manchmal ein bisschen suboptimal aus. Das Bild kennen Sie von vielen, vielen Präsentationen zu Netzwerkthemen aktuell, nach dem Motto, ja, das muss weg. Das sagen also die ganzen IT- und Netzwerkhersteller auch, laufen gerade zu Hochform mit ihren Werbeexperten auf und tauchen bei den Rundfunkanstalten in verschiedenen Abteilungen, in verschiedener Mannstärke auf. Das heißt, manchmal wird die Netzwerkabteilung angesprochen, manchmal die Audioproduktionabteilung, manchmal die Planung. Und das heißt, ja, nehmt doch unsere neueren, günstigeren Netztechniken. Das heißt, die Netze könnten in Zukunft aussehen IP, AES67 ist eine Audio-über-IP-Standardisierungsreihe. Dann die Frage ist, oder vielleicht lieber Ethernet, AVB, Audio-Video-Bridging, also Layer 2. Oder vielleicht doch was Proprietäres, was vielleicht doch besser an die Anforderungen passt. Dann taucht momentan eine neue Sau auf, die durchs Dorf getrieben wird. Das ist SDN, Software-Defined Networking. Das rennt überall durch die Medienwelt momentan. Man weiß nicht so richtig, was macht das Ding überhaupt? Das werde ich ganz am Rand nur ein bisschen streifen, ist eigentlich ein Thema aus dem Rechenzentrum, um halt die Netze ein bisschen einfacher zu machen, indem man das ganze Controlling-Kontrolle aus den Switchen rausnimmt und in eine Außeninstanz gibt und die Switche eigentlich möglichst dumm und billig macht und die Flow-Control über eine softwarebasierte Infrastruktur macht.
Das heißt, die ganzen Hersteller von diesen Netzkomponenten sagen, ihr schönes grünes Videokabel braucht ihr nicht mehr, weg damit. Nehmt doch lieber unser schönes graues Netzwerkkabel. Problem ist, auch diese Netze sehen nicht immer optimal aus. Und aus diesem Grunde wäre so eine Havarie, man muss es nicht so früh wegschmeißen. Es ist gar nicht so schlecht, wenn man noch eine Havarie hat und das Ding noch ein bisschen parat hat, das grüne Kabelchen. Also so ganz tot wird das grüne Kabel in den nächsten ein, zwei Jahren sicher nicht sein. Gut, das Thema kocht, wie gesagt, es gibt sehr viele Aktivitäten, national und international. Hier mal ein kleiner Auszug. Es gibt eine Taskforce von mehreren Gremien, und zwar der EBU, der SMPTE, der Society of Motion Pictures Technical Engineers, die sehr viele Videostandards machen, und des VSF, das ist das Video Services Forum. Das ist ein Industriekonsortium aus den USA, größtenteils, die sich auch auf die Marschroute gesetzt haben, alle möglichen Audio- und Videoformate, erstmal Videoformate, aber Audio muss ja auch mit dazukommen, die kommen aus der Videowelt, die vernachlässigen Audio manchmal ein klein wenig, auf IP zu packen. Und das sind auch die Vorreiter der ganzen Standards der SMPTE für Video over IP. Die haben eine Taskforce on Networked Media gegründet, die zuerst mal im letzten Jahr eine Request for Technology veranstaltet hat. Das heißt, da haben sich halt die ein paar Rundfunkanstalten, meist amerikanische Hersteller, getroffen und haben gesagt, ja, was brauchen wir denn in Zukunft in einem Netzwerk an Eigenschaften und Applikationen? Das wurde halt dann in einem sehr großen Papier definiert. Und das wurde quasi dann den Herstellern zugeschickt und sagt, hallo, ihr Netzwerkhersteller, wenn ihr diese Probleme lösen wollt, was habt ihr uns anzubieten? Dann kamen halt von, ich glaube, 37 Herstellern Antworten, mehr oder weniger qualifiziert. Gab es eine Gap Analysis. Das heißt, es wurde eigentlich festgestellt, ich verstehe in einer Gap Analysis, einer Analyse, dass man die Antworten auch mal anschaut, bewertet, ob die Antworten der Hersteller richtig sind. Diese Taskforce hat einfach die Fragen genommen, damit Copy und Paste die Herstellerantworten drunter gemacht und veröffentlicht. Man hat sehr deutlich gemerkt, dass viele der Hersteller, die nicht aus dem Rundfunkbereich kamen, einige Fragen überhaupt nicht verstanden haben und irgendeinen ganz großen Unsinn reingeschrieben haben. Man kann es ihnen nicht vorwerfen, man kann nur der Gruppe vorwerfen, dass sie halt das Ganze auch einfach so publiziert haben. Also war ich extrem unzufrieden. Es gibt jetzt aber die Phase 2. In der Phase 2 soll wirklich eine Art Architektur definiert werden, wie ein Rundfunksystem-Produktionsstudionetz in Zukunft aussehen soll. Es ist gerade ein wenig zäh, weil auch da wieder einige Untergruppen losgelaufen sind, ohne ein Konzept im Kopf zu haben. Und ich auch den Verdacht habe, dass sich die SMPTE aus diesem Grund langsam aus der Aktivität so ein bisschen schleichend zurückzieht. Also die Taskforce ist mit großer Power angekündigt worden. Es sind auch viele Leute dabei. Aber es ist ganz klar getrieben von US-Herstellern, die ein sehr schnelles Ziel haben wollen. Die Nachhaltigkeit ist mir persönlich momentan nicht mehr gewährleistet. Und daher ein bisschen vorsichtig. Wir schauen drauf als IRT. Wir sind also in der Gruppe mit drin. Aber wir freuen uns gerade nicht so, wie das dann aktuell abläuft. Eine andere Gruppe, die auch in der SMPTE gegründet wurde, ist eine Media Production System Network Architecture Study Group. Die wurde ursprünglich als Arbeitsgruppe mit einer Dauer von 3 Monaten gegründet, um eine ganz kleine Übersicht zu schreiben, welche Techniken in Frage kämen, um zukünftige Rundfunknetze im Campus abzubilden. Nach mittlerweile gut 18 Monaten haben die eine Art Blue Book veröffentlicht, was aber ein sehr schönes Papier geworden ist, wo wirklich die Techniken, die aufgeführt sind, von IP, von SMPTE 2020, von Ethernet, bezogen auf mögliche Applikationen der Live-Produktion, ist ein Papier, das man offen runterladen kann bei der SMPTE, kostenfrei, auch ohne SMPTE-Mitgliedschaft, ist einfach eine nette Lektüre, um mal die verschiedenen Netzwerktechniken kennenzulernen und was die für Eigenschaften, Vor- und Nachteile haben, also wirklich von der theoretischen Sicht aus betrachtet. Dann gibt es die andere große Fraktion, das ist die IEEE, die standardisiert das AVB Audio-Video-Bridging, jetzt auch als TSN, Time-Sensitive Networking, bekannt. Das ist eine Ecke, die kam ursprünglich aus der Automotive-Industrie, bis nach Veranstaltungstechnik, um Audio und Video relativ einfach auf Ethernet zu packen. Also auf das ziehbar, Standard, einfaches Ethernet, einfaches Management, günstige Komponenten und Audio-Video drauf. Ist dann durch auch starke Hersteller Einflüsse mehr in den professionellen Videomarkt reingewachsen. War ursprünglich gar nicht so getriggert am Anfang.
Da gibt es auch ein Industriekonsortium, das die AFNU Alliance, die promoten AVB sehr aktiv, die machen Tutorials, machen Werbeveranstaltungen, machen auch ein bisschen Vorführungen und sind die Plattform, wo sich die Hersteller treffen und quasi das AVB promoten wollen. Dann, schon erwähnt, ich bin Chairman der EBU, des EBU Strategic Program on Future Networks and Storage Systems. Wir betrachten aus der Broadcaster-Sicht, aus der Rundfunkanstalten-Sicht, was für Tendenzen gibt es in Zukunft, welche Netze können wir nutzen, was ist vielleicht überflüssig, wo müssen wir aufpassen und vor allen Dingen ein bisschen helfen bei der Unterstützung der Rundfunkanstalten, wie man sowas auch einführen kann. Und dann relativ neu, aber schneller in vielen Arbeitsschritten, sind die Kollegen vom Audio. Die Audio Engineering Society hat den Standard IS67 fertiggestellt, der quasi eine Harmonisierung für die verschiedenen Audio-IP-Themen und Standards ist. Da haben wir noch ein paar Folien dazu. Es klingt viel, es ist auch viel und die große Frage, die sich stellt, ja, kann man das überhaupt harmonisieren? Es sind einige Tendenzen, die gingen völlig auseinander, das heißt, die Sachen sind nicht miteinander kompatibel, die da ablaufen. Man redete bis vor kurzem auch sehr dürftig miteinander, muss man auch sagen. Also die Kommunikation zwischen den einzelnen Gremien war morsch. Da sind wir gerade dabei, das zu ändern, aber da ist noch einiges in Arbeit vor uns. Gut, nicht einschlafen, wir müssen noch einen ganz kurzen Blick nochmal aufs OSI-ISO-Schichtenmodell für Netzwerktechniker gang und gäbe. Wo finden sich eigentlich die konterierenden Techniken in diesem OSI-Schichtenmodell, das eigentlich jeder mal gesehen hat? Von der Applikationsschicht oben bis zur Physical-Schicht unten ist das aufgeteilt. Und wir haben hier einmal IP, ganz klar Schicht 3-Protokoll fürs Routing. Wir haben auf der Layer 2-Data-Schicht Ethernet und AVB, wie es aktuell standardisiert ist, ist ein Schicht 2, läuft auf Ethernet. Das wird sich in Zukunft bald vielleicht unter Umständen ändern, weil die IEEE gerade relativ heimlich, man bekommt ja zwar als IEEE-Member Informationen, was sie machen, aber man muss in den Arbeitsgruppen drin sein, um die Papiere zu bekommen aus den Arbeitsgruppen. Es laufen Aktivitäten zu AVB in Layer 3 Standardisierung. Das könnte die Harmonisierung der Techniken vereinfachen, muss aber nicht unbedingt viel heißen. Also Cisco ist ja gerade sehr aktiv, die hauen gerade sehr viele Folien in diese Arbeitsgruppe rein. Aber wie gesagt, das nur mal in dem Schichtmodell so als Überblick, wo wir uns eigentlich netzwerktechnisch gerade aufhalten. Gut, ich habe schön der Kampf der Technologien genannt, diese Überschrift. Und es ist ein Kampf, es wird sogar fast schon ein kleiner Krieg zwischen den Vertretern der Layer 3-Fraktion und den Vertretern der Layer 2-Fraktion, also AVB gegen IP im SMPTE 2022. Es gibt noch proprietäre Lösungen, Sony hat aktuelle Produkte, die sind proprietär, Sony hat aber angekündigt, jetzt auf SMPTE 2022 zu setzen, plus X, da kommen wir später noch dazu. Und es gibt noch ein paar andere proprietäre Lösungen. Aber auf der IBC, auf der NRB, ist das Thema Netzwerke in der Produktion sehr stark gepusht worden. Und ich habe auch den Verdacht, dass die verschiedenen Hersteller Angst haben, der andere wird in den Markt kaputt machen. Also jeder will der Führende sein, jeder sucht seine Bereiche und es wird manchmal auch nicht besonders gut über die andere Fraktion geredet. Muss man vorsichtig zu formulieren. Das heißt, die Frage ist dann ja, okay, was ist denn besser und wo liegen die Unterschiede? Und das ist ein Punkt, wo das IET sehr stark aktiv wird. Wir untersuchen die Sachen und geben dann bekannt, was gut und was nicht gut ist, hoffentlich. Wir untersuchen also alle Technologien. Wenn wir heute einen AVB-Test präsentieren, heißt das nicht, wir sind AVB-Vertreter. Das heißt, wir haben halt eins rausgepickt, wo wir schon Geräte im Haus haben und Tests durchführen. Wir werden alles testen von AVB über IP. Wir haben auch SMPTE 2022 Adapter im Haus, Ethernet und wir haben auch AES67 Equipment im Haus. Das heißt, wir werden alles testen und auch darüber berichten. Wir prüfen es erstmal gegen die Produktionsanforderungen im Rundfunk. Also was man jetzt abbilden kann mit einer SDI-Infrastruktur plus eventuell neue Features, muss alles erfüllt werden. Wir testen, wir vergleichen, wir machen auch Empfehlungen. Und da uns das Thema Interoperabilität sehr wichtig ist, machen wir auch Plug-Tests. Wir arbeiten ja für die ARD, da kann man nicht davon ausgehen, dass jeder dasselbe Gerät kauft. Und wir müssen darauf achten, dass jeder Hersteller, wenn er einen Standard erfüllt, auch mit allen anderen Herstellern, die den Standard behaupten zu erfüllen, kompatibel ist. Dann sind wir bei der Standardisierung selber auch noch sehr aktiv. Wie schon gehört, bei der EBU sind wir mit mehreren Arbeitsgruppen vertreten. SMPTE-Mitglied, VSF-Mitglied, AFNU sind wir gerade am Überlegen, ob wir da auch Mitglied sind und machen auch Berichte. Und wenn nötig und machbar, wenn wir halt feststellen, irgendwas fehlt noch in den Techniken, dann erfinden wir auch noch selber irgendwas. Wir haben gerade ein Patent angemeldet, wie man halt in IP-Netzen unkombiniertes HD fehlerfrei switchen kann, also als Kreuzschienenersatz. Da läuft gerade die Patentprüfung.